Herzlich willkommen zurück hier bei Pillars of Eternity, liebe Leute. Mit Willi, Tastenhammer, Arlott und Edea sind wir hier noch in dem Tempel von Iotas unterwegs. Und ja, es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber ich habe mir zwei Notizen gemacht und die habe ich schon gleich umgesetzt. Einerseits habe ich hier das Kampflog mal nach oben gestellt, dass wir mehr im Kampf und auch im Chatlog lesen können, dass das nicht alles so klein ist wie vorher. Das habe ich einmal gemacht und ich habe mir eine Mod geholt, damit wir schneller schleichen können. Und zwar gibt es die sogenannte IE-Mod und da kann man alle möglichen Customizations machen und Veränderungen, die man vielleicht aus älteren ISO-Rollenspielen so kennt, gerade aus dem Baldur's Gate-Bereich. Das ist jetzt hier falsch übersetzt, weil ich die deutsche Übersetzung habe, aber was wichtig ist, ist Fast Scouting. Da bewegen die sich wie bei dem normalen Renngeschwindigkeiten und nicht mit diesem Walking Speed, also mit dieser G-Geschwindigkeit. Das heißt, dass er Spähen ist jetzt schneller und das sollte uns in Zukunft ein wenig Zeit ersparen, wenn man bedenkt, wie groß dieses Projekt wahrscheinlich mal werden wird. Ja, wir haben jetzt hier diesen letzten Raum. Habe ich hier schon reingeklickt? Anscheinend ja. Und in diesen Raum werden wir gleich mal reingehen und gucken, was sich hier befindet, liebe Leute. Als du in den Kerzenkreis trittst, hörst du von der nahen Mauer ein rasselndes Scheppern. Mit dem mahlenden Reibgeräusch von Stein auf Stein gleitet eine Tür auf. Ah, eine Abkürzung. Ah. Hier kommen wir quasi wieder raus. Was ist hier? Die Kerzen flackern sanft, als du dich näherst. Über dem Altar, wo wohl einst ein Spiegel in die Decke eingelassen war, ist nun eine mit gebrochenem Glas gesäumte Lücke. Die Candles are still burning. Not bad for a dead god. Ja, die Kerzen brennen immer noch. Gar nicht schlecht für einen toten Gott. Eine Kerze löschen oder was soll das alles? Erlösung. Sie haben dieses Ritual, wenn man volljährig wird. Sie nehmen einen an die Hand und führen einen mit verbundenen Augen in den Tempel hinab. Und das soll einem sündenhaften Leben entsprechen. Sie sagen einem nicht, wohin man geht. Bei meinem Ritual schwitzte ich wie verrückt. Er zwinkert dir zu. Okay. Sie bringen einen zu diesem reflektierenden Becken da hinten und dieses darf man dann ansehen, um sich seinen Sünden zu stellen. Dann führen sie einen in diesen Raum hier und nehmen einem wieder die Augenbinde ab und alle sind da, um dich zu begrüßen. Alle deine Freunde und Familienangehörigen. Und es fühlt sich so an, als sei man erlöst worden. Man zündet seine Kerze an und sie brennt mit den anderen. Ein besseres Gefühl als das hatte ich mein ganzes Leben nicht. Ederas Augen verweilen auf den Kerzen und einen Moment lang scheint er ein jüngerer Mann zu sein. Oha. Was passiert denn, wenn wir eine Kerze löschen? Ich mach das jetzt mal, wir sind ja neugierig. Du greifst nach vorne, um einen der brennenden Dochte zu löschen. Rauch steigt in dünnen Fäden von der Kerze auf. Sonst scheint nichts zu geschehen. Anscheinend wurden sie stark genug gemacht, um nicht nur die Zeit, sondern auch Gedankenlosigkeit zu überdauern. Okay. Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Ich meine, wofür haben wir diese Kerze denn sonst gelöscht? So, was hat er hier gesagt? Also, sie nehmen einen an der Hand, führen einen verbunden in den Tempel hinab. Zum reflektierenden Becken. Das ist doch das, was da unten war. Wir gehen da nochmal kurz hin, weil das interessiert mich jetzt schon. Nicht, dass wir irgendwo noch eine ganz geheime Tür oder sowas geöffnet haben. Wer weiß das schon? Hier hatten wir beim letzten Mal den Helm rausgeholt. Eigentlich sind wir nämlich, glaube ich, jetzt hier im Tempel letztlich fertig. Das war dieses reflektierende Becken, oder? Das ruhige schwarze Wasser spiegelt wie schwarzes Glas. Oder war das dieses andere? Nee, hier war dieser Ort. Hm. Aber ihr seht schon, das Schleichen in der Renngeschwindigkeit, das beschleunigt das Ganze hier erheblich. Oder war das dieses Becken hier, das reflektierende? Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch irgendwie eine Bewandtnis hat hier. Na, reflektieren tut das doch auch nicht, oder? Ne, hier
alles nichts. Ich glaube, das war einfach nur ein bisschen Flavor mit den Kerzen. Übrigens haben wir hier was nicht aufgesammelt. Da Fuck. Ah, Geistesrest. Zweimal. Nehmen wir doch an uns. Und dann gehen wir wieder nach oben. Um dann schnell zum Ausgang zu kommen. Das geht nämlich so, glaube ich, schneller. Da können wir auch wieder normal laufen. Bewegen die sich jetzt einfach schneller. Interessant. Okay. So, ab nach oben. Und dann haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit einem Bekannten, der uns hier einen Auftrag gegeben hat. Beziehungsweise haben wir denn die... Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir die... Questgegenstände? Welche waren das? Diese hier, ne? Nee. Skuldre-Fleisch haben wir dabei. Wir gucken mal, ob wir... Okay, was ist das hier? Die rotbraunen Flecken blättern unter deinen Stiefel, unter deiner Stiefelspitze ab. Okay. So. Der gute Wirtan hat uns hier noch erstmal ein bisschen was zu erzählen. Nein, hat er nicht, weil wir immer noch nicht die... die Überreste geholt haben. Das hatte ich jetzt vergessen. Das tut mir sehr leid. Da müssen wir einmal hier in einen schnellen Modus gehen. Und gehen wieder runter. So. Und dann holen wir erstmal diese Überreste. Und hoffentlich haben wir jetzt nicht noch eine Begegnung mit diesen Geistern. Wenn wir das tun. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass das passiert. So, auf geht's. Wir sammeln die Überreste ein. Du verbringst ein paar Momente damit, so viele Priesterknochen wie möglich aufzusammeln. Dies stellt sich als schwere und grauenhafte Aufgabe heraus, aber es gelingt dir, alle zu bergen. Wir erhalten ein bisschen Erfahrung. Und jetzt sollen wir zu Wirtan zurückkehren, aber es kommen keine Geister, wie ich befürchtet habe. Das ist doch auch schon mal sehr schön. Gut, dann marschieren wir jetzt schnellstmöglich wieder nach oben und konfrontieren Wirtan mit seinen, naja, mit seinen Taten kann man auch nicht sagen. Hat er denn letztlich jetzt hier die Leute in den Tod geführt? Ich meine, impliziert wurde das schon, ne? Wir sprechen ihn mal darauf an. Als du dich ihm näherst, lächelt Wirtan nervös. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Der Arm schmerzt etwas weniger. Er zögert. Du warst ziemlich lange da unten. Hast du etwas gefunden? Seine Augen schießen ständig auf den Ruinen hin und her. Du hast mich angelogen, die gebündelten Überreste übergeben. Etwas, weswegen du nervös bist. Du musst sie aber selbst auseinanderklauben. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Nee, wir fragen mal nach. Wir geben ihm mal noch eine Chance, von selber mit der Wahrheit rauszurücken. Etwas, weswegen du nervös bist? Nein, natürlich nicht, aber es ist niemals gut, an diesen Orten zu verweilen. Das ist alles. Wirtan wirft dir einen durchdringenden Blick zu. Hast du irgendwas gefunden? Ja, ich glaube, wir konfrontieren ihn mal. Du hast mich angelogen. Was? Wirtan grinst unsicher. Ich habe alles klar dargelegt, auch die damit verbundenen Risiken. Ist es das, was du meinst? Ich sagte dir, dass es dort Spinnen geben würde. Außerdem werde ich dich natürlich bezahlen für die Unannehmlichkeiten. Wir könnten jetzt wahrscheinlich wegen der Stärke von Eder oder so wird dann in die Luft heben. Wenn du mich nochmal anlügst, werde ich dir den Schädel in zwei spalten. Ah, sehr gut, das machen wir mal. Mit vor Schreck aufgerissenen Augen krallt Wirtan wirkungslos gegen deine Arme. Warte, ich weiß nicht, was du... Er zieht mit verzerrtem Gesichtsausdruck scharf die Luft ein. Vielleicht wusste ich, wo du die Leichen finden würdest. War es das? Tut mir leid. Willst du für immer ein Feigling bleiben? Vielleicht sollte ich Fürst Räderik berichten, wessen du seine Leute... Ach, dessen Leute du beschuldigt hast, das meinten ja. Um die Überreste vor die Füße werfen, du hast sie dort unten gelassen. Nicht leid genug, oh, wir könnten ihm den Arm verdrehen. Nein, so brutal sind wir nicht mit Willi. Aber wir werden ihm die Überreste vor die Füße werfen, du hast sie dort unten gelassen. Wir konfrontieren ihn erneut.
Wirtan weicht die Farbe aus dem Gesicht. Er schaut auf die Knochen hinab, während er um Worte ringt, bewegt sich sein Mund. Achso, während er um Worte ringt, bewegt sich sein Mund lautlos. Wie hast du... Er schüttelt den Kopf. Nein, das waren Rädricks Männer. Sie haben all das getan. Ich war es nicht. Ja, wir sind jetzt auch mal bei der Wahrheit. Dieser Ort ist voller Schatten. Die Geister jener, die du umgebracht hast und uns im Übrigen auch sehr blöde vor eine Herausforderung gestellt haben. Hättest du uns davon mal lieber erzählt, mein lieber Junge. Ne? So ist es nicht. Er beäugt dich ängstlich. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich versuchte bis zum Ende sie... Du verstehst das nicht. Ich versuchte ihnen zu helfen. Wirklich. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag ging ich zu diesem Tempel und warnte sie. Ich sagte ihnen, sie würden mit dem Feuer spielen und dass Rädricks Geduld nicht ewig halten würde. Und jedes Mal taten sie meine Warnungen ab. Als ob ich nicht wüsste, von was ich redete. Als ob ich keine Opfer bringen musste, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Ich hätte gut und gerne zusammen mit ihnen verhaftet werden können. Aha. Nee, umgebracht hat er sie ja nicht. Für Rädrick hast du gearbeitet. Genau, der miese Penner hat für Rädrick gearbeitet. Wittern lacht freudlos. Ja, aber jetzt nicht mehr. Seit ich das letzte Mal eine Klinge gehalten habe, ist viel Zeit vergangen. Er zögert. Ich wusste, was passieren würde. Ihre eigene Dummheit war es, die sie an diesem Ort verweilen ließ. Ich konnte nicht verstehen, dass... Sie ignorierten jede meiner Warnungen. Die Rektrix sagte, dass sie eh wiedergeboren würden und es deshalb keine Rolle spielte. Er zieht eine Grimasse. Also hat sie bekommen, was sie wollte, ihren Märtyrertod. Rerik befahl uns, sie zusammenzutreiben und in den Zellen einzusperren. Ich überzeugte sie, sich wenigstens zu verstecken. Im Tempel gibt es diese Schatzkammer, die voller alter Reliquien ist. Gold und solchen Dingen. Ich dachte, sie könnten sich dort drin verstecken und dass sie so nach dem Abzug der Wachen etwas gehabt hätten, um sich freies Geleit aus dem Dürrwald zu erkaufen. Zurück nach Aedir. Als ich den Männern aber sagte, dass die Priester schon weggegangen seien, sie befahlen die Versiegelung des Tempels. Ich konnte nicht mehr hineingehen. Wirtan schüttelt den Kopf. Es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Eders Augen sind groß und ungläubig. Nichts, was du tun konntest, außer es jemandem zu erzählen, das Dorf zusammenzutrommeln, einen Rettungstrupp zu organisieren. Wenn ich es gewusst hätte, mit den eigenen Händen hätte ich sie ausgegraben. Sie gehörten zu den letzten anständigen Leuten in diesem Loch. Jetzt haben wir nur noch Leute wie dich übrig. Oh Mann, das ist echt harter Tobak. Also ein bisschen Mitleid habe ich ja schon mit Wirtan, ne? Also der hat für Rädrick gearbeitet, aber er hat schon versucht, die Situation für alle irgendwie diplomatisch zu lösen. Allerdings ist er dabei auch grandios gescheitert und er hat natürlich das nachher verschwiegen, aus Angst, vermute ich mal. Du hättest dich melden können, Rädrick die Wahrheit sagen. Warum hast du mich da hinuntergeschickt? Anscheinend haben diese Priester ihr Schicksal über sich selbst gebracht, finde ich ja gar nicht. Du wertloser Bastard. Du hast sie im Stich gelassen, um deine eigene Haut zu retten. Das weiß ich nicht genau, ob man das so... Warum hast du mich da hinuntergeschickt? Das ist erstmal die erste Frage. Wenn Fürst Rädrick den Tempel nämlich wirklich säubern lassen will, hätten sie die Knochen früher oder später gefunden. Sie hätten meine Lüge erkannt, als ich ihnen sagte, die Priester seien schon weggegangen. Und man hätte mich gehängt. Wirtan lässt die Schultern sinken. Ich weiß nicht, ob Rädrick sie umgebracht hätte. Vielleicht würden sie jetzt noch in Kerkerzellen schmachten. Vielleicht wären sie jetzt irgendwo im Reich und ich könnte nachts ruhig schlafen. Also hat er sie doch verraten, um seine eigene Haut zu retten. Der miese Penner. Aber wirklich, oder? Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wirtan mit rauer Stimme. Ich habe dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, eine Entscheidung zu treffen. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wenn ich dich jemals wieder in Goldtal sehe, bist du ein toter Mann. Wirtan, du bist ein Feigling, aber das ist kein Verbrechen. Gib mir mein Geld und ich gehe... Ich finde schon, dass es ganz schönes Verbrechen ist, was er da gemacht hat. Du hast dich der Gerechtigkeit lange Zeit entzogen, heute aber nicht. Bringen wir ihn um? Ist es denn für Wiedergutmachung noch nicht zu spät? Ist das wirklich so? Ich habe da so meine Zweifel.
Allerdings, ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie jetzt verbannen wir ihn total. Das macht sein Leben jetzt ja auch nicht leichter. Ja, ich ringe mich mal dazu durch. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wirtan hatte die Luft angehalten, atmet jetzt aber aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind jetzt schon vergangen. Was soll ich denn jetzt machen? Begrabe die Knochen, versuche ein besseres Leben zu leben, als du es bisher getan hast. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Variante, mit den Schultern zucken. Nein, auf keinen Fall. Ja, begrabe wenigstens ihre Knochen, das ist ja das Mindeste, was er tun kann. Wirtan betrachtet die sterblichen Überreste. Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt abermals ein kehliges Atemgeräusch aus. Das kann ich machen, das kann ich. Ich werde sie zur letzten Ruhe legen und versuchen, ihnen irgendwie gerecht zu werden. Danke sehr, wirklich, dafür, was du getan hast, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. So, du hast ja einen Ruf verdient. Du kannst bei Gemeinschaften oder Fraktionen im östlichen Abschnitt einen gewissen Ruf besitzen, der sich darauf auswirkt, wie die Mitglieder der Gruppe auf dich reagieren. Manchmal reagieren auch Freunde oder Feinde dieser Gruppen entsprechend auf deinen Ruf. Wenn du einer Gruppe hilfst, stärkst du deinen positiven Ruf bei ihr. Schadest du einer Gruppe, erhöhst du deinen negativen Ruf bei ihr. Du kannst bei einer Gruppe auch eine Mischung aus positivem und negativem Ruf genießen, wenn du ihr in gleichem Maße hilft und schadet. Okay. Also wir haben jetzt irgendwie Ruf bekommen und die Quest abgeschlossen der begrabenen Geheimnisse. Wird dann geht. Gut, wir gucken jetzt mal. Allerdings nicht auf den Charakter, sondern mal ins Tagebuch. Ist das in der Enzyklopädie? Wissen? Orte? Nee, da ist es nicht im Tagebuch. Biografie? Visionen? Nee, da ist es auch nicht drin. Ich dachte, man könnte irgendwie nachlesen, wie die Beziehung ist. Vielleicht ist es nachher mit dieser Festung gemeint, mit dem Festungsmenü. Ist das da vielleicht drin? Ich weiß es nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir gehen wieder aus dem Eotas-Tempel endgültig heraus. Wir haben es geschafft. Verzeihung, wir sind erfolgreich. Wir haben uns ja erfolgreich durchgeschlagen und sind nun bereit für neue Abenteuer. Das war also, ja, wenn man so will, unser erster richtiger Dungeon. Und der war schon ziemlich spannend. Der hatte wirklich so einen kleinen Twist mit dieser Story um Wirtan. Und wir haben ihn jetzt gehen lassen. Ich fühle mich da immer noch nicht so 100% wohl bei. Aber nun gut. Immerhin. So, was müssen wir jetzt tun? Nee. Alte Wächter, wir sollen nach Khet Nuur reisen. Und wir haben bei Eder schon eine Quest. Bring Eder dazu, mit Meerwald zu sprechen. Genau, in Khet Nuur ist ja Meerwald angeblich. Dann müssen wir dorthin auf jeden Fall. So. Wo müssen wir denn reisen? Richtung Osten quasi oder Richtung Südosten? Dann gehen wir doch mal direkt hier nach Süden. Und schauen mal, wo es uns dann hin verschlägt. Ach, guck mal, die laufen hier an verschiedenen Seiten lang. So, und ich glaube, Eder wechselt auch schon mal seine Waffe wieder. Jetzt sind ja die Geister nicht mehr der Primärgegner. Und dann gehen wir mal auf die andere Waffensorte. Wir müssen, Khet Nuur können wir noch nicht ansteuern, wir müssen erstmal nach Margrans Gabelung für 4 Stunden Reise. Achso, wir könnten vorher allerdings, das werde ich jetzt gleich machen, uns erstmal noch mit neuen Rastvorräten eindecken. Ich glaube, das war hier unten, ne? Dann gehen wir doch mal dorthin. Marschieren mal schnell. Und werden erstmal hier ein bisschen die Wirtschaft hier plündern. So, hallo mal wieder. Kann ich etwas für dich tun? Wir haben noch Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie. Ein Zimmer. Was hast du denn zu verkaufen? Genau. Mache ich ja eigentlich immer ganz gerne offscreen, aber ich denke mal, an dieser Stelle können wir das auch mal so tun, da es jetzt eh gleich Folgenende ist. So, wir haben allerdings nur eine einzige, was ist denn Getreide? Aha, eine Mahlzeit, Milch. Notiz eines Initiierten, was ist das denn?
Ach, das habe ich verkauft, glaube ich, ne? Ja, genau, das hatte ich schon verkauft. Genau wie das zerfetzte Tagebuch, deswegen ist das hier drin. Okay, wir handeln für 75 KP hier einen weiteren Vorrat ein. Mehr hat sie jetzt auch nicht. Alles klar, im schwarzen Hund. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder nach draußen und reisen zu Magrans Gabelung. Da können wir aber auch hier unten lang. Geht das auch durch zur Straße nach Westen? Ja, können wir auch machen. Okay, dann reisen wir mal nach Magrans Gabelung. Einige Kreaturen und Rüstungsarten sind besonders widerstandsfähig oder anfällig gegen bestimmte Schadensarten. Sieh dir die Schadensreduktion an. Ja, das wissen wir schon. Okay, und jetzt sind wir hier bei Magrans Gabelung und werden beim nächsten Mal hier ja, die Straße hinabschauen, was uns hier erwartet. Aber das wird erst in der nächsten Folge passieren. Bis dahin, liebe Leute, wünsche ich euch alles Gute und ich sage euch schon mal an dieser Stelle auf Wiedersehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.